gucken uns eine neue Folge von Nahim Sky an. Und es ist tatsächlich Erkenne den Schwarzen Part 2. Und ihr wisst, ich bin halb Kongolese. Kamonokula yo, eh. Mutumu nene, eh. Lakubita yo, eh. Pesanga. Pesanga zoba. Ich küsse eure Herzen. Folgt mir gerne auf Twitch. Erster Link im Bio. Ey, Walla, wie geil, gell? Ich kann einfach auf Lingala beleidigen und das wird niemals gelb. Ich küsse eure Herzen. Matze, Dankeschön für Stufe 1 im Ersten. Wir gehen rein, Adrellis. Ewa. Matze! Kuss. Freunde, heute haben wir was ganz Besonderes am Start. Ey, falls ihr gedacht habt, ich habe gerade Fantasy-Sprache gemacht. Nein, Walla auf... Guck mal. Ich habe seit der ersten Klasse bis zu... Schon davor... Mein größter Kindheitsfreund, das war ein Kongolese, ja. Ich habe bei ihm gepennt, seine Mutter war wie meine Mama. Und Bruder, ich habe wirklich in den Jahren so ein bisschen die Sprache gelernt. So, weißt du, ich war auf deren Feiern und so. Das war schon eine coole Ding, so, weißt du? Nämlich den zweiten Teil. Also ich kann das bisschen. Erkenne den Schwarzen. Damals ging das Video ja komplett durch. Sogar verstehen mehr als reden. Deck und wir dachten uns, wir machen jetzt einen zweiten Teil draus. Ist eine sehr, sehr starke Folge geworden. Ganz wichtig, Freunde, ey, es gibt immer noch ein paar Leute, die Videos schauen, aber noch nicht abonniert haben. Deswegen wäre es sehr, sehr nice, wenn ihr den Kanal einmal abonnieren würdet und gleichzeitig die Glocke aktivieren würdet. Und denkt dran, Freunde, folgt Sidejeans schon mal auf Instagram, denn in geraumer Zeit kommen wirklich die mit Abstand. Cousin, das sagst du seit 2 Jahren, Bruder. Hau mal neue Klamotten raus und schick sie mir. Ja, aber Bruder, guck mal, wie der steht. Ich glaube, der hier, der linke. Ey, Nahim. Bruder, wirklich, gell? Es gibt auch breite... Guck mal, die Kamera, wie gestochen scharf die ist. Seht ihr das, Dreddies? Die ist krank. Weißt du, ja. Ja, aber Bruder, guck mal, wie der steht. Ich glaub, der hier. Und die Kamera, Bruder. Amene Sikim-Kamera, was ist das denn? Vorne links? Mann. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, die sind alle gut gestylt. Die haben sich ehrlich vorbereitet. Die sich alle Mühe. Safe. Okay, dann würde ich sagen, schnapp mal gar nicht groß rum, dann darf der Erste von rechts sich am Anfang vorzustellen. Was geht? Ich bin Noah Matteo. Mhm. Ich bin halb Ivore, halb Spanier. Ich bin aber in einer deutsch-vietnamesischen Familie aufgewachsen. Ivore ist Elfenbeinküste, oder? Ja, ihr könnt nicht schreiben, scheiße. Halb Ivore? Also, Elfenbeinküste. Mein leiblicher Vater ist von der Elfenbeinküste. Meine Mutter ist... Ich bin's einfach. Cousin, frag mich alles über Afrika. Ich weiß jede einzelne Land, die Hauptstadt, alle afrikanischen Länder. Ich bin's, Cousin. Spanierin. Und du bist mit Vietnamesen aufgewachsen? Nein, also mein Adoptivvater ist Deutscher. Meine Adoptivmutter ist Vietnamesin. Oh. Bei ihm wird schwer zu unterscheiden, weil er ist nicht mit einer schwarzen Person aufgewachsen, weißt du? Und ich glaube, der versteht seine Stimme, Willi. Er versteht seine Stimme. Aber klingt wirklich so. Doch, so ein bisschen tiefer. Egal, der nächste erstmal. Hey, mein Name ist Erik. Ich bin in Namibia geboren. Meine Mutter ist Deutsche. Nee. Mein Vater ist Oshibambo. Nee. Namibianer. Hast du eine Brille da drunter? Ja. Warte, ist es eine normale Brille oder eine Sonnenbrille? Eine normale Brille. Welcher Schwarze trägt Maske und eine Brille drinnen? Nein. Ja, aber das kann sein, ne? Namibia, Deutschland, ne? Ist Kolonie. Okay, dann darf der Nächste darf anfangen. So, mein Name ist Leon. Mhm. Mein Vater kommt aus Ghana, meine Mutter aus Deutschland. Ich bin aber nur mit meiner Mutter aufgewachsen. Mein Vater habe ich nie kennengelernt. Und ja. Nee. Quatsch. Ich frage mich, wo sein Gürtel ist. Wo ist sein Gürtel? Alles brav, nein. Das ist Quatsch, oder? Ja, also warum Quatsch, Bruder? Er kann ja vielleicht erzählen, wie es dazu kam, warum er keinen... Ja, anhand seiner Stimme schon. Ja gut, aber wenn es an der Stimme liegt, also ich meine, Theo kann auch. Also was soll das heißen? Er ist doch der Halbschwarze, hä? Was soll das heißen, Junge? Ja, deswegen, Stimme sagt ja nichts. Ja, das stimmt, ehrlich. Aber wie kommt es, dass du keinen Kontakt zu deinem Vater hast? Ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Also meine Mutter ist Deutsche, auch in Deutschland geboren. Ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat. Nach meiner Geburt ist mein Vater dann halt... Also meine Mutter hat mir das lange nicht erzählt und lange gab es da Familienstreite und alles Mögliche, weil meine Mutter halt immer alleine mit einem Half-Caste-Kind war. Und es gab immer, wo war der Vater? Und dieses typische rassistische Bild mit, ja, der Vater ist abgehauen. Und es war klar. Ey, Bruder, besser du bist es, Cousin. Weil ansonsten droppst du ekelhafte Sätze gerade, gell? Ja, ich habe ihn leider nie kennengelernt. Trotzdem halt die Wurzeln halt, sei es das Afrika-Cup oder andere Dinge, natürlich supportet man natürlich auch die Seite, die man... Was ist das, deine Mutter mit halbschwarzem Kind und wo ist Vater? Was ist das für ein Satz? Vielleicht nicht so kennt. Meine Mutter hat das auch nie verheimlicht. Meine Mutter hat mir auch immer Sachen beigebracht oder versucht nach... Der verbrennt sich, Cousin, ich sag dir ehrlich. Woher besser du bist das, Bruder.
zu bringen, die sie vielleicht auch noch kennt, um halt einfach nicht diese, ja, diese Kultur sozusagen untergehen zu lassen, nur weil jetzt mein Vater nicht da ist. Das ist so zu 100% nicht. Ich bin ein Bastard, wenn der schwarz ist. Sehr gut, weil ich sag auch, er ist Cap. Also ist auf den coole Story und so, aber ich sag Cap. Bruder, das war so eine Standard-Story, Bruder. Die haben sich ein bisschen mehr Mühe gegeben. Ja, mit namibianischer Botschaft und so. Zu viel Story, Bruder, er ist Cap, Junge. Okay. Okay, aber ich sag, der Nächste darf erst mal weitermachen. Hey, Bruder, nicht so viel Fufu. Hä? Nicht so viel Fufu. Servus, ich bin Ulrich. Ich komme Ulrich! Aus Kamerun ursprünglich. Ich bin mit 3 Jahren hergekommen und seitdem lebe ich halt in Deutschland. Mit meiner Mutter allein. Oh, er ist schwarz. Guck, er ist schwarz. Ich hab von dem ersten Bruder. Wer heißt du nochmal? Ulrich. Ulrich? Ja. Wie heißt der? Boah, was? Ulrich. Boah, ist hart, Bruder. Ich überlege gerade, welcher von meinen schwarzen Freunden der heißt, Bruder. Also mit dem Bre, mit dem ich aufgewachsen bin, der heißt Mozemba. Und sein kleiner Bruder ist Aristot. Ich meine, ein bisschen Ulrich, ein bisschen weit weg davon. Ulrich. Ja, okay. Ulrich. Aber das hat nichts zu heißen. Guck mal, ich heiße auch Benjamin, Digga. Er heißt Theo, Digga. Das heißt aber Ulrich. Ulrich ist übertrieben. Hart, Bruder. Es gibt auch Schwarze, die heißen Peter und so, Bruder. Das hat mit dem Namen eigentlich... Also ich bin mit 3 hergekommen. Also ich kann nur Französisch, was ich von 3 kann. Ich habe dann wirklich komplett aufgehört, Französisch zu reden. Gab es halt viel hin und her und so. Da habe ich noch Deutsch geredet, habe es halt teilweise verlernt. Ein bisschen kann schon. Aber ich habe ein TikTok-Video gesehen. Da war ein Kurde, und Walla, er hat Ausweis gezeigt, da war ein Kurde, der hieß Günther. Also Bruder, also du weißt nicht. Zum Beispiel auch ich selber. Ich heiße zwar Sammy, auch auf Ausweis heiße ich Sammy, aber ich habe einen Zweitnamen. Und mein Zweitname ist Mariano. Oggi so bebe bella Mariano. Was bedeutet denn Mon Chérie? Meine Frau sozusagen, so mein... Was? Mon Chérie, mein Mädchen, so mein... Mon Chérie heißt mein Mädchen, krank. Was soll ich dazu sagen? Mach ihn mal nicht unsicher, der Arme. Ich hab Hoffnung verloren, ja. Ich glaube nicht, dass der, ja. Meinst du nicht? Es war schon sehr authentisch, Bruder, aber Ulrich muss man gucken, ne? Ich weiß natürlich nicht. Das Ding ist, wie oft isst du Fufu, Bratan? Boah, das ist selten, ehrlich gesagt. Soll ich dir erklären, warum ich Ulrich heiße, oder soll ich das später? Auf den, wir wussten halt schon, dass wir nach Deutschland kommen. Ulrich ist auch ein französischer Name, eigentlich heißt es Ulrich. Deswegen hat meine Mutter mich einfach Ulrich genannt, weil sie wusste, wir kommen nach Deutschland und deswegen... Halt okay, doch, guck mal, das ist genau das Gleiche, was ich gesagt habe. Also, es könnte schon sein, sag euch ehrlich. Kannst du ein bisschen die Sprache? Oui, MP. Was? Oui, MP. Real MP? Oui, MP. MVP? Ja, ein bisschen. Ja, aber spricht man in Kamerun nicht auch eine andere Sprache? Nicht nur Französisch? Nein, Französisch, Englisch. Aber was auf den, da gibt's doch auch so eine... Gibt's nicht. Es gibt, klar, es gibt in jedem afrikanischen Land gibt's immer so verschiedene Dörfer, Stämme und so, wo man halt verschiedene Sprachen redet. Eine Frage, kannst du Pidgin? Pidgin Englisch. Kannst du? Das ist eine Schule. In Kamerun, die sprechen das safe. 100%, das ist der nicht. Pidgin ist so diese Broken English. Broken English. Ja, aber where you come from? From Cameroon. I'm not sure, so you be Cameroon guy. I'm not sure. Trust me, I am. Der weiß. Nein. Mm-mm. Was broken? Nein, das ist der nicht. Ist er nicht? Mm-mm. Dann darfst du einmal ihm das Mikro geben. Ja, hi. Mein Name ist Malek. Boah, zu frech. Boah, sorry. Ey, warum guckt ihr so? Warum guckt ihr so, Leute? Chill doch. Meine Mutter ist halb Libanesin, halb Deutsch und mein Vater kommt aus Kongo. Nein. Kannst du die Sprache? Mein Vater ist, als ich geboren wurde, ich glaube 2 Wochen danach ist er also einfach weg. Wo? Ja, Bruder, tut mir leid, mein Beileid. Du hättest ein bisschen... Ah, aber chill, Jace. Aber vielleicht ist es echt wahr, Digga, chill. Mehr nachdenken sollen, Bruder, vor der Story. Ich wollte gerade Witze machen, da habe ich mir... Guck mal, Nahim auch. Boah, ich kenne den Blick von Nahim. Er wollte gerade einen Satz droppen. Hab ich gedacht, chill, vielleicht ist es wahr. Weg. Wo? Ja, Bruder, tut mir leid, mein Beileid. Du hättest ein bisschen mehr nachdenken. Guck mal. Vor der Story. Siehst du, der sagt Beileid. Wahnsinn. Ich dachte, gestorben oder so. Nein, also, ja genau, also er ist abgehauen und ich habe seitdem nur einen Berührungspunkt mit dieser kongolesischen Kultur gehabt. Kennst du ein Gericht aus Kongo? Ja, also ich habe ab und zu, mit 7 ungefähr, war ich bei der Freundin von meiner Mutter. Ich habe ab und zu mit 7 ungefähr stabil, Bruder. Aus Kongo. Ab und zu halt so babysitting-mäßig. Und da hat sie mir halt ab und zu was gekocht. Was denn? Fufu Napundu. Warum bist du so? Er gibt dir nicht mal Zeit, Chino. Weißt du, was Mikate ist? Ja, Mikate wollte ich gerade sagen. Mikate oder Fufu Napundu. So halt, Fufuna Madesu. Mikate und Fufu. Mikate, ja. Diese Karte. Ja, straight raus. Maman in Angaye, was bedeutet das? Fufu. Mikate, ja. Diese Karte. Ja, straight raus. Maman in Angaye, was. Boah! Ich hab's vergessen.
Walla, ich hätte es gewusst. Früher hätte ich es gewusst. Früher hätte ich gewusst. Mikate und Fufu. Mikate, ja. Das diese Karte. Ja, straight raus. Mein Mann in ein Gaillé. Was? Deine Mutter irgendwas, oder? Woher kommt deine Mutter oder sowas? Ich weiß es nicht mehr. Was bedeutet das? Wie gesagt, ich bin ohne Vater aufgewachsen. Ich habe diese ganze Sprache, ich habe Lingala nicht gelernt oder so. Egal, nächste, Bruder, ja. Er ist leider raus, Digga. Er hat sich das mit Absicht ausgedacht, damit er die ganzen Sachen nicht antworten muss, wie ich sprach und so. Wen würdet ihr denn am ehesten rauskicken? Bruder, ich sag der Letzte, weil es ist immer so... Woher kommt deine Mutter? Er kam mit so viel und es hat sich so angefühlt wie ein gelesener Text, so Schauspiel. Und die Stimme klingt auch viel zu deutsch. Also ich würde auch sagen, er ist raus. Ja. Also hast es gut gemacht, hast dich auch gut informiert. Ich hab mich gefreut, dich kennenzulernen. Ja, ich sag auch, du bist es einmal an. Einmal. Danke dir trotzdem. Was stark, Bro. Stark, danke, Bro. Also diesmal ist wirklich viel schwieriger. Ja, raus, raus. Dieser Style von dem mit rechts könnte schon sein. Ich sehe schon, dass das der nicht ist. Raus, raus. Ich hab irgendwas gesehen, oder? Aber das ist der nicht. Und der ist nicht. Er darf es nicht sein, weil ich habe gesagt, ich bin ein Bastard, aber der ist nicht. Vorne rechts könnte auch sein, vom Ding her so. Aber wenn den nochmal hört, kannst du ihm das Mikro mal geben. Wo kommst du nochmal? Ich bin halb Ivora, halb Spanier. Wo ist das? Wo liegt das? Elfenbeinküste. Schwierig. Also, das heißt, du bist halb schwarz. Genau. Also mein leiblicher Vater hat halt ivorische Wurzeln. Meine Mutter ist Spanierin, aber ich bin halt in einer deutsch-vietnamesischen Familie aufgewachsen. Kannst du Nee Nee? Ja, schon. Kannst du das vormachen? Ey, okay. Oh, okay, okay, dann zeig mir mal den Doggy. Oh. Nein, er hat mich leider überzeugt. Okay, dann zeig mal hier den Gangster-Walk. Gangster-Walk mit auf den. Hier, dieses. Soll ich dir mal vormachen? Nein, Bruder, nicht alles gut. Nicht schlecht, Digga. Ah, okay. Verstehst du? Das ist das doch. Das ist der nicht. Er hat gelernt. Nee und so war nur gelernt. Aber Bruder, nee und so. Doggy und so, Bruder. Er hat gelernt. Aber er Bro. Hat nur gelernt. Kannst du jerken? Ich hab Gangster Walk davor noch nie gehört. Verstehst du? Aber. Das ist der Wichser! Aber jerken, also ich hab's noch nie probiert, also. Bro, sag mir so, du hast gut vorher gelernt. Du hast gut vorher. Ja, aber die ersten zwei Moves waren ehrlich. Die ersten zwei Moves waren krass. Dass du Asiate bist, kaufe ich dir richtig gut ab. Weil Asiaten können auch tanzen und so, oder? Safe. So, aber Bro, ich weiß nicht. Black, Bro? Das Ding ist, der erinnert mich ein bisschen an den Hauptkandidaten. Es ist schwer, Bruder, ja? Ich hab's mir leichter vorgestellt, Digga. Ich kann's jetzt, ich weiß nicht. Ich hab's mir echt leichter vorgestellt. Vom letzten Video. Wer hat Öffnen keinen Kopf gewonnen? Fußball bin ich raus. Also ich spiele Basketball, aber Fußball bin ich raus. Oh, aber ich bin ehrlich, ich weiß es nicht mal. Ich will den in der Mitte mal gehen. Ja, doch, Afrika Cup, man weiß das eigentlich, oder? Boah, nicht, dass ich mich jetzt blamiere. Ich glaube, Senegal hat's geholt, oder nicht? Sehen. Du kannst einmal so vom Tor bis hier hingehen. Ganz normal, so wie du halt gehst. So, das würde mich mal interessieren. Stell dich mal hinten ans Tor. Ich musste den bringen, ich konnte nicht anders. Nein. Ey, Bratan. Ey, Bruder, mach mal diesen Gangster-Walk bis hier hin. Bratan. Ey, was? Er hat keine Sauce. Oh, er macht kaputt. Der ist kurz Michael Jackson geworden, Welle. Ich werde jetzt was hochwerfen. Stell dir das mal so vor. Und du machst den Wow. Okay, bist du bereit? Nein, warte. Mal so vor und du machst den Wow. Okay, bist du bereit? Nein. Stell dir das mal so vor und du machst den Wow. Okay, bist du bereit? Nein, warte. Was ist mit denen los, Bruder? Na, lass! Komm, wie er lacht! Komm, wie er lacht! Ey, bitte, geh raus! Okay, mach nochmal, warte mal. 3, 2, 1. Er hat's nicht gecheckt, Digga! Ey, Bruder, raus mit dir! Raus, verdammte Scheiße, Bruder! Der kennt's einfach nicht, der hat's gar nicht gecheckt! Der Ben Fresh sagt, ich werf was hoch und du machst dieses Ding, weißt du? Der will einfach wirklich fangen, Bruder. Der macht einfach seine Hand auf. Der Bruder, raus mit dir, Bruder. Oh, ach so, er hat gar nicht gecheckt. Theo, ich wirf dir zu. Ey, ich wirf mal Theo zu. Ja, zeig mal, wie das ist. Ich schieb mal kurz auf, Theo. Guck mal, ich wirf jetzt Theo zu. Warte. Okay, und dann hast du mal einen Versuch, das zu verbessern, ja? Theo, hier. Okay?
Und jetzt bist du nochmal dran. Du hast noch. So meint er. Noch einmal. Bist du ready? 3, 2, 1. Eins. Zwei. Eins. Voll, was hat der gemacht? Der hat Toilettenpapier aufgerollt. Guck mal bitte. 3, 2, 1. Arme Nissi-Kim. Aber warum macht der so? Raus, straight. Er ist draußen, aber er ist schon gut. Er weint, Bruder, was willst du zum Weinen, Bratter? Woher kannst du tanzen? Woher kann ich tanzen? Ja. Ich bin halt in Namibia aufgewachsen. Nach der Schule bin ich nach Deutschland gekommen. Mein erstes Jahr. Warte, nach der Schule? Nach der Schule. Hä? 18 Jahre. Dann sprichst du doch die Sprache, oder? Ja. Ja? Ja. Nein, weißt du, wieso ich ihn das nicht abkaufe? Weil in Namibia wohnen richtig viele Deutsche und deswegen kann er das usen. In Namibia und Südafrika wohnen richtig viele Deutsche. Und er heißt Warte, nicht, aber er sagt, er kann die Sprache. Kannst du mal auf deine Sprache sprechen? Ja, rede mal, Bruder. Ich kann ein bisschen Oshiwambo von meinem Vater. Kann Afrikaans. Kann Deutsch, kann Englisch. Kannst du dich mal vorstellen? Oh, das war aber gut, aber... Also, ey, Bro. Das war nicht schlecht, aber, ja? Stark gemacht, aber du kannst, oder? Bro, sag mal noch mehr, Bro. Ich muss es realisieren. Auf Afrikaans, auf Oshiwambo, auf Englisch, auf Deutsch, auf what? Deine Sprache. Meine Sprache? Ja. Ist, ich spreche viele Sprachen. Zu Hause viel Deutsch gesprochen. Mit meinem Vater mehr Englisch gesprochen. Bisschen Oshiwambo, weil er Oshiwambo ist. Ja, mach mal die Sprache. Wie was? Imwemwali, natu ne manu hawali tatu. Umushululi. Boah, Bruder, das ist schwer, Minisiki. Und nur einer schwarz von denen, Bruder? Ja, ich kann's auch, aber nicht so gut wie er, ja? Obwohl, vielleicht hat er auch einen Kindheitsfreund gehabt, der einfach so, keine Ahnung, aus Namibia kommt und der war auch immer bei ihm zu Hause. Ich weiß es nicht. Ist schon schwerer, als ich dachte. Allein dieser Wow, Bruder, der wollte schießen, Wille. Ich sag euch so, der Junge hat einen dicken Bezug zu Namibia und hat das Dorf gelebt. Aber da wohnen sehr viele Deutsche. Das heißt nicht, dass er aus Namibia kommt. Deswegen kann er, dachte er sich, er kenne den Schwarzen, oh, ich geh direkt hin. Ich hab eine Frage. Hattest du schon mal Waves? Braids. Was? Was? Was sind Waves? Lass mal. Braids, wenn du deine Haare vielleicht... Ach, du Waves. Ja, ist richtig. Also, was sind Waves? Was ist Waves? Erklär mal jetzt, was Waves ist. Waves, wenn du halt Gel-Reim hast, kennst. Ja, doch. Wenn du Gel-Reim hast. Wie machst du deine Haare? Don't touch. Gar nicht, du machst gar nichts. Namibian Culture, we don't do Waves. We stick to our roots. Oh, boah, er weiß aber. Bruder, Falle, er ist nicht schlecht, Digga. Ich will den noch nicht raus. Das Ding ist, was ihr nicht versteht, ist, Afrika ist groß. So, wenn ich dann hier als ein Südafrikaner stehe, like Southern Africa, und dann ihr judged mich. Nein, wir judgen gar nicht, oder? 2009 zum Beispiel in Kenia. Ich bin halt Music Producer. So, I took me and my dancers, we went to Kenya. Das Ding ist, was da ist, es war ein ganz weirdes... Aber warum wiederholt der jetzt jeden Satz nochmal ein auf Englisch, weißt du? Ich weiß Feeling. Nicht. Weil die People da haben uns nicht anerkannt als Africans. Weil du halbschwarz bist? Ja, du bist krass, Bro. Es ist gut, es ist richtig gut, aber es ist nicht real. Das ist es. Der hat Ausbildung gemacht und gut abgeschlossen. Ich würde den hinten rechts gerne mal hören. Swaggy ohne Gürtel. Che. Hey. Was geht ab? Wie geht's dir? Ist gut? Ah, ganz gut, ja. Und selbst? Aber geht's top, blend. Ja, ich habe noch ein bisschen Kopfschmerzen wegen Afrika Cup, aber was sollen wir machen, ja? Oha, aber ist doch schon lange her, Bratte. Ja, aber trotzdem, Ghana-Katastrophe, Nigeria auch draußen. Aber ist doch schon sehr, sehr lange her. Ja, geht trotzdem. Ich meine, du kannst dich immer noch... Wie lange ist das ungefähr her? Aber warte, kannst du dich noch an WM-Lattenschuss-Elfmeter erinnern? Tut immer noch weh. Achso, Ghana meinst du? Hast du das erwähnt musst. Aber Bruder, ich sag dir ehrlich, ich habe mir auch erstmal gedacht, ja, cringe. Aber Bruder, die Ghanesen, die sind ganz schlimm, Bruder, gell. Weil er bis heute noch fuckt sich Frankie über diese... von Asamoah Gyan, diese verschossene Lattenelfmeter gegen Uruguay, der fuckt sich, Bruder, die fucken sich bis heute noch ab. Die verfluchen den bis heute, Cousin. Das erwähnen muss, um sich zu sich auf den ne, zu schützen, dieses... Ja, bis, Bruder, die Ghanesen, die sind, was Fußball angeht, die sind nachtragend, Cousin. Das ist wie Bismillah vor Essen. Die sagen Bismillah vor Essen, aber die verfluchen noch diesen Asamoah Gyan, dass er diese Elfmeter gegen Uruguay verschossen hat. Das ist einfach Routine geworden. Das ist einfach jetzt so ein Bestandteil. Das ist ein Bestandteil. Die müssen das... Bruder, ich weiß nicht. Also könnte schon sein. Mit dem, was muss ich ja anfangen wie lange ist der Afrika Cup her? Ja, jetzt... Ja. Kein Monat. 8 Wochen vielleicht. 3 Wochen vielleicht. Ich wollte zum Absi sagen, so richtig lange. Was spricht denn dein Papa für eine Sprache? Chi.
Ey. Okay, okay. Und woher kommt der aus Ghana? Aus Kasim. Chi, das heißt doch Tui auf in Ghana, die Sprache. Wie? Was? Woher? Aus Kusami. Kumasi heißt es, du Dummkopf. Kusami? Das heißt Kumasi, du Dummkopf. Achso, er meinte Kusami zu Kumasi? Bruder, nimm das Ding runter. Ich hab gar nicht gecheckt, was er sagen will. Er hat das richtig abgelesen, Digga. Boah, er hat nur falsch gelesen. Halt mir fest, Theo, was hast du? Bruder, das ist er nicht brav. Das Bruder, ist er. Guck mal, nee. Er ist sehr überzeugend. Gar nicht überzeugend. Na, am Anfang ein bisschen. Er hat Kumasi, wollte er lesen und hat aus Versehen Kusami gelesen. Er hat Kusami. Bruder, konzentrier dich beim Lesen, Junge. Kannst du tanzen, Bratan? Zeig mal ein paar Dance. Was soll ich sagen? Warte, ich mach Beatbox, okay? Warte, Bruder, ich mach Beatbox. Tanz einfach, G. Ich geb dir ein Beat. Warum seid ihr so frech? Ich lass ihn doch. Ey, Bruder, die lachen die Leute so aus. Aber Walla, warum macht der Kniebeugen, Cousin? Soll doch tanzen, der Bri. Warum seid ihr so frech? Ich lass ihn doch. Der arme Junge. Das ist hart. Warte. Bruder, du hast es gut gemacht. Recall-Zettel bekommst du, Bratan. Warte. Ich wirf dir den Ball zu, wie bei den anderen, ja? Ich wirf dir den Ball zu und dann können wir entscheiden. Bist du ready? Yeah. Ja, der hat gewackelt. Wackelkontakt. Nein, das ist der nicht. Kannst du jerken? Mach einfach, mach. Bruder, er kann das, Bruder. Nein, nee, der kann es nicht. Bruder. Was, Junge? Nein. Ja. Bruder, selbst wenn Deutscher kann. Aber das ist der nicht. Das ist der nicht. Bruder, er rasiert uns ein bisschen. Ja, Bruder, aber das ist der nicht, Bruder. Du, guck mal, ich würde ihn nicht direkt rauswerfen, aber wir müssen einfach mit diesem Jungen da hinten sprechen. Wetten, das ist der nicht? Wem? Mit hinten links? Ja, wetten, das ist der nicht? Wir müssen einen rausholen jetzt. Auf jeden Fall, aber das ist der. Aber lass du mal den anderen hören, oder nicht? Ja, lass den hinten links mal hören. Du kannst ihm einmal das Mikro geben, bitte. Kannst du tanzen? Ist okay. Kannst du was vortanzen? Vortanzen, schwierig. So. Warum? Ich bin nicht der Tänzer, so sagen wir mal so. Weißt du, was ich meine? Kannst du Liegestütze machen? Ich kann sogar drauf gehen, ich kann Liegestütze machen. Oha, so ein Ding. Mach mal. Bruder, geh mal kurz drauf. Er meinte, er macht diese Welle. Ich will jetzt sehen. Geh jetzt rauf auf seinen Rücken und er macht. Er meint, Bruder, wenn ja, ich hab Respekt. Eins, zwei. Bruder, ich muss heute auch Liegestütze machen, Dreis. Erinnert mich dran, bitte, ja? Okay, Bruder, mach mal Stopp, Bruder. Du hast deine Energie. Jetzt kommt er rauf. Warte. Setz dich mal rauf, Bruder. Das schafft er niemals. Vielleicht so einen oder so, aber das schafft er niemals. Aber was hat das damit zu tun? Er meinte ja. Das schafft er niemals, Cousin. Die Leute überschätzen sich, Bruder. Von sich aus. Ich will, viel ich zu schwer, ne? Ja? Aber Arme Nusiki, Bruder. Hi, kann ich dein Pokémon sein? Ich kann Gott dein T-Bag auch. Kann ich in deine Schulter sitzen vielleicht? Ja, ich sag dir ehrlich, sein stark, Arsch. Voilà. Das ist der Welle. Boah, war auf jeden Fall diese Pounding Yam, diese Welle. Das ist stark. Warum achtet ihr auf Arsch? Aller Herr, ist heftig. Bruder, weil die meisten Kameruner... Boah, weißt du welches? Boah, ich weiß. Bruder, nice? Boah, die meisten Kameruner, die haben gute Popo. Bruder, das Ding ist allein Körper. Ich war gerade da, live. Wo warst du? Wo? Bruder, ich aber war, ich hab ein bisschen, wo ich runtergeboren, diese Popo ein bisschen gespürt, wenn du was. Bruder, es war, wenn du selber hingehen willst, kannst du sehen. Boah, war da sehr schwer, ja. Diese natural shit. Boah, sehr die meisten schwer. Also ich bin nicht dafür, gebaut, dass wir hinten links auf jeden Fall rausvoten. Links? Chill, hinten links. Der steht, Wille, sein Kopf fehlt fast. Nein, chill. Wenn überhaupt, dann muss er raus, ganz rechts. Ja, ja. Der hier kann Sprachen, die wir nicht mal können, Bruder. Wenn jemanden, dann Mr. Rechts hier. Noah, okay. Und du bist halb schwarz. Ja. Oh, schwierig. Okay, du bist halb schwarz, ne? Ich bin halb schwarz. Fühlst du dich mehr schwarz oder mehr weiß? Was ist das für eine Frage? So, die Frage so. Kriegst du tagtäglich, ne? Ich sag so, ich bin stolz, so wie ich so aussehe und so, aber schon eher mehr deutsch. Bro, du bist raus, weil die Frage kriegt ein Halbschwarzer. Ich hab die so oft schon gehört, fühlt sich mehr schwarz oder fühlt sich mehr weiß? Bruder, sag mal ein paar Dance-Moves. Bei mir, ich möchte immer so die für mein Gefühl, weißt du, so ein bisschen so. Was kann der denn, verstehst du? Das ist das doch. Ich habe ja eigentlich schon vorhin viel gemacht. Ich würde sagen, du wirst einmal und dann zeige ich dir mal, wie der Wow geht. So. Willst du werfen? Dann werf! Ja, aber warum sagt er das? Weil er Wow kann. Das ist das Einzige, was er kann. Check mal, Bro. Ihr seid mir alle so. Mhm. Mhm. Oh.
es ist schwer, aber er ist es nicht. Ich sage es, er ist es nicht, aber es ist schwer. Schwierig. Ich glaube, er ist Asiate, aber er ist nicht schwarz. Wen wird ihr am ehesten rausgehen? Bruder, lass einfach erstmal ihn, weil die anderen sind zu safe, sag ich. Dreddys, alle, ich werd versagen, Bruder, die sind alle gut. Der eine spricht Sprachen, Bruder, der kann alles. Weiß nicht, ja? Ja, ja ich, Bro. Ich bin von hinten links, Bruder, er sagt Kusamui. Oder Kusami, denn, Kusami, ne? Sagt er. Er dachte, wir vergessen ihn. Nein, aber du sagst nicht Kusami, Bruder. Nein, das sagst du nicht, Bruder. Ja. Also ich bin dafür, dass hinten links raus. Okay, ja, dann, ja, doch, ich, doch. Okay, hier, cheese darauf, Bro. Hau ihn raus. Links. Also hinten links oder nicht? Dann Kusami cheese, ist gut. Hinten links, dann cheese, Bro. Cheese, ne? Cheers, eine Kuh, die meinen Namen hat. Hier, du auch. Okay, warte, warte, hier? Hinten links? Hinten links? Cheers, oder? Cheers. Ich sag hinten links. Oder hast du noch ein paar Fragen aus Ghana? Kennst du Sakwadir? Nein, hab ich gerade schon verstanden. Nein, kenn ich nicht. Flaggefarbe, Ghana. Ja, sag mal Flagge. Flagge musst du wissen. Boah, gut, ja, gut. Grün. Ey. Weiß. Ah! Gelb. Ah! Nein. Was hat er gemacht? Der hat Bulgarien da draus gemacht. Was hast du gemacht? Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Bro, wir lieben dich, ne, Bruder? Gib mal Mikro. Aber du hast freshen Style, Welle. Er chillt auf jeden Fall mit vielen Schwarzen. Aber er ist nicht schwarz. Ah, nein, nein, ist er nicht. Schon du darfst einmal rausgehen. Ja, Bro. Nein. Er muss raus. Anstatt Kumasi sagt er Kusami. Und der kommt nicht mal die Flagge von seinem eigenen Land. Bruder, also bitte. Wenn er das ist, schlecht. Ah, Jungs, könnt ihr mal so einen Check nachmachen, Bro? Also links außen und rechts außen. Den hier bitte einmal. Den hier einmal, nur so für mein Gefühl. Dieses hier. Einmal kurz. Ah, das ist Hype. Guck mal, wie gesagt, er, der Junge, ist aus Afrika, aber nicht... Ne? Die Sprache klingt wie ausgedacht von dem Linken. Okay, dann reden, sag mal nochmal was auf Afrikaans. Sag mal was auf Afrikaans, Bruder. Seme Bru, Hanet, na iso van dag. Nochmal langsam. Seme Bru, Hanet, na iso van dag. Sprich mal mehr. Wat moet ik praten? Dai goed, wat jelle wil hebben, wat ik moet praten. Ik kan niet de hele dag praten. En dat weer langzaam. Dai goed, wat jelle wil hebben, ik moet praten. Ik kan niet de hele dag praten. Oké. Boah, Bruder, Walle, is schwierig. Aber das hat sich angehört wie Berbisch mit Holländisch und ein bisschen Lingala da drin. Das ist hart, Bruder, ja? Er ist nicht schwarz, aber er ist eher schwarz als er, Digga. Er sagt das, was er... Guck mal, wenn er sich das ausdenken würde, würde er noch nicht perfekt sagen, was er gesagt hat. Sprich mal deine Sprache, nicht Afrikaans. Vielleicht lernt er das ja oder so, keine Ahnung. Afrikaans, ja, das ist die Sprache von meinem Vater. Kann ich ein bisschen Oshiwambo. Okay, dann sag mal da was. Er ist halt Kwanyama. Oshili Nawa, Nawatu, Tony Gishike. Ich sag, voller Überzeugung, ich glaube, der ganz links ist nicht... schwarz, aber er ist halt in Afrika aufgewachsen. Der in der Mitte ist wahrscheinlich schwarz und der rechts ist ein Asiate oder so. Also er ist auf jeden Fall nicht schwarz. Asiate? Ja, meint er aus Vietnam. Mit der Stimme? Er hat diesen Asian-Vibe, finde ich. Hast du schon mal Rassismus erlebt? Sehr viel, leider. Was war, wo du so... Oder was? Also ich würde eher den in Mitte erstmal rausvoten. Weil, also mein Favorite gerade aktuell... Bruder, ich werde mich jetzt so blamieren, aber... Er ist wirklich mein Favorite gerade, ja? Bruder, ich sag euch ehrlich, der ist mein Favorite, Bruder. So erlebt hast, wo du dachtest, Digga, what the fuck is going ist oder was Mitte. Was man verstehen muss, ist, Namibia hat der Apartheid-System. Doch, ich würde schon ihn. So, Apartheid-System erlaubt nicht, dass mein Vater mit meiner Mutter zusammen sein kann. Ich bin 1983 geboren. 1990 83? Namibia ist independent geworden. So, before that time konnte man nicht schwarz-weiß zusammen. Aber, und ich war basically illegal. Guck, ich sag, das stimmt. Weil da war ehrlich, ne, Apartheid in Südafrika. Wie gesagt, ich sag einfach nur, er ist ein weißer Schwarzer, Digga, fertig. So einer, der in Afrika geboren ist, aber halt nicht Dings. Kannst du ihm das Mikrofon kurz geben? Also, was musstest du dir denn so anhören auf? Über Rassismus, meinst du? Nö. So, allgemein, weil du halbschwarz bist. Also bei mir ist meistens, also sehr, sehr oft so gewesen, dass zum Beispiel, wenn ich mit meinen Eltern war, dass da meistens immer so, ja, wie kann das sein, dass du so aussiehst, wie du aussiehst und deine Eltern so und so. Muss ich meistens mit so adoptiv und so kommen, also mit Adoption und das halt ein bisschen aufklären. Aber sonst an sich, so diesen richtig, habe ich sehr selten. Wie alt bist du nochmal? 19. 19. Du hast dir gar nichts anhören müssen? Also nicht gar nichts, aber dieses Prototyp, was man immer hört, sowas nicht. Ach so, sowas nicht? Ja. Also gar nichts? Ja, weil ich, also ich bin eigentlich ziemlich hell. Nee, so in der Schule. Ja, Mokka Baby manchmal oder... Was? Mokka Baby. Schon die gehört. Guck, wie unauthentisch er ist. Ja, der ist. Ihr guckt mit so einem. Ja, wir alle haben so ein Fragezeichen bei ihm, Junge. Und bei ihm, ja, der ist raus. Sorry. Wieso überlegen wir so lange? Er ist weg, Bro.
Weil er nicht weiß, was er antworten soll. Ja, weil jeder hat schon mal irgendwas bekommen. Einfach was sagst du? Raus. Das ist mir, also Ivory, okay, aber Bruder, da hängt nicht mehr Substanz an der Masse, Digga. Egal, weil ich sag, ich enthalte mich, weil ihr. Ja, ich nehm ihn raus. Kannst du dich enthalten? Kann ich nicht? Nein. Ja, okay, ich zieh mit. Okay. Hast du stark gemacht, aber du müsstest einmal rausgehen. Raus, Bruder. Schwieriger Lack. Guck mal, beim letzten Mal ist ein TikTok komplett viral gegangen, als ich die Frage mit Genetik gestellt habe. Als ob die jetzt einen rauspicken, der breit ist und schwarz. Aber das fällt dir ja früh auf, Digga, Bro. Hättest du viel früher sagen sollen. Das dachte ich mir halt auch. Aber das wäre doch viel zu leicht, oder nicht? Es wäre auch viel zu leicht. Was musstest du dir früher anhören? Wie alt bist du? Ich bin 23. 23, okay. Was musstest du dir früher anhören in der Schule? So? Ja, alles mögliche. Guck mal, ich komme aus Frankfurt, beziehungsweise Offenbach. Da musst du mir jetzt nicht so viel anhören, weil 99% Ausländerquote so. Früher, als ich gespielt habe, so von älteren deutschen Mitbürgern war es, aber eher halt so rassistische Kommentare. Wie alle Bruder, der ist aus Offenbach. Das heißt, der ist mein Neo und der ist ziemlich breit. Der ist voll der Gutaussehende. Ich meine, du bist... Wenn du trainieren gehst, ich kann mitkommen, dein Handtuch tragen. Hast du verspannte Nacken? Kann ich auch. Was machst du hier? Ich weiß nicht. Geh doch in dein eigenes Land, wenn wir draußen gespielt haben und so. War ich immer der Einzige, der sozusagen da in Forderung gestellt wurde wegen meiner Hautfarbe. Aber nichts Typisches? So. In der Klasse, du kennst es so bei jedem Film oder was so schwarz zu tun hat. Klar, wurde auf mich gezeigt und so. Aber ich bin so einer, mich liebt das nicht. Aber so. Einen speziellen Spruch, oder? Ein Spruch, irgendwas, was so in Richtung Hautfarbe geht. Was nicht direkt so beleidigend ist. Wieso bist du schwarz? Ist deine Hautfarbe aus? Keine Ahnung was, bist angemalt und so. Alles Mögliche habe ich halt schon gehört, aber weißt du, ich stehe... Gerade hast du doch gesagt, du musst ja nichts anhören. Normal. Von anderen Kindern, aber das ist halt beleidigend. So also jetzt wird es schwierig. Ne? Aber der Linke ist auch nicht schwarz. Ja, Bruder, wir haben es dann verkackt, Digga, Alter. Digga, da haben wir verkackt. Der Linke, rechte ist die Bruder, da haben wir verkackt, haben wir verloren, Digga. Scheiße. Okay, ganz kurz, der Linke. Du bist doch aus Namibia nach Deutschland gezogen, ne? Ja. Wann? Als ich 18 war, 2004. Wer bist du jetzt? 38. Was? Ausbildung, Willem, mit Zertifikat. Okay. Bruder. Ich habe einen ganz schlimmen Verdacht, Radiska. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Ich glaube, es ist wirklich der Typ, der seinen Gürtel vergessen hat. Schwierig, Amenistiki. Also er weiß so viel, aber er strahlt so viel aus. Er strahlt es nicht aus. Der Typ ist 38. Aber weiß so viel und er strahlt es aus, aber weiß nichts. Aber eigentlich, Knowledge, also Wissen kann man sich immer erarbeiten und Ausstrahlung hast du. Ja. So, der Junge tritt rein, ich meinte, er ist schwarz. Er dreht sich um, ich sag, er ist schwarz. So, guck mal, was haben wir in der Fahrschule gelernt? Der erste Gedanke zählt. Ja, und ich sag, auf den, auch wenn er nicht so viel weiß, muss nicht einfach schwarz. Das ist der bestimmt. Vielleicht ist er, aber, ja, aber er ist halt richtig gut, Digga. Also der Linke ist richtig gut. Okay, ich habe aber jetzt noch eine Dings. Wir haben jeden tanzen lassen außer ihn. Warum lassen wir ihn nicht noch tanzen? Ich kann jetzt nicht hier, weißt du, was ich meine? Aber zeig mal bitte irgendwas. Was mach kannst mal du denn was bitte? Kleines, Bruder, mach. Was denn? Was kannst du denn? Guck mal, hier, oh, tschüss. Ey, der Linke, zeig mal, was hast du gemacht? Zeig mal kurz. Guck mal, ey, African Dance, ey, Kofi, oh. Auf die Schlange. Hä, okay, aber soll er nicht irgendwas machen? Oder was soll denn auch machen? Soll ich jerken? Ja, mach. Wir sind schon Mehrheit, Bruder. Boah, Bruder, Walla, wie schwer, gell? Bruder, er gibt das Bare Minimum und er gibt so viel, aber wir schätzen das. Bruder, so gell? Wie gibst du Check? Wie gibst du Check? Wie sagst du Hi? Ihm meinst du, oder? Wie sagst du ihn Hallo? Ja, du kannst es nicht messen, wie gesagt. Ah, okay, ich bin für rechts einfach. Bruder, das Ding ist, der war motiviert, diese Push-Ups, wo es und Popo war weiß. Egal, ob er weiß oder schwarz ist, Bruder, nach der Show, Bruder, er geht ein Schwarzer. Ich glaube, das ist der, ja. Weil er hat das behindert gut gemacht, oder? Er ist schwarz, er ist schwarz. Ja, ich bin auch für den. Also, ja. Bruder, du hast es sehr... Daddies, die Sache ist, ich bin mehr für den Linken. Nein, ich bin mehr für ihn. Ich geh mit dem Linken, es tut mir leid, Daddies. Wir sind schon Mehrheit, Bruder. Ich geh mit links, Bruder. Alright, Jungs, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Auflösung. Wir machen es diesmal so genau wie beim letzten Mal. Tut mir Mal. Leid, ich weiß, ich hab's verkackt, aber ich... Ausziehen. Für mich war das logisch, ja? Dann werden wir sehen, wer der echte Schwarze ist. Diesmal. Oh, Glück gehabt, ja. Der ist wirklich Asiate, krass.
Nein. Nein. Obwohl kann er so gut Afrikanisch sprechen, ja. Digga, nur die Sprache hat mich so auseinandergenommen. Nein, Digga. Ich wusste es! Bruder, ich bin am Ende, ich bin gedemütigt, Redis, ja. Ich wusste es! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Ich wusste es! Ja, Mann! Tschüss! Auch stark, Bruder! Stark! Komm hier, einmal hier! Warum bist du so in dem Game drin? Bruder, er hat abgeschlossene Ausbildung! Es war halt heavy, wir kamen hier an und ich habe nur gesehen, wie Ulrich reinkommt. Ich so, das wird schwierig, weil der hat einfach diesen, you know, he's got it. Ich bin in Namibia aufgewachsen, geboren, fünfte Generation. Guck mal, ich hab die einfach durchschaut. Krass, Walla. Ja, am Anfang. Junior hat's richtig gut gemacht. Aber dann bist du geswitcht. Ja. Ich bin halt in Namibia aufgewachsen. Du bist Catfish, Cousin, du hast mich gef***t, hast du mich, Digga. Der spricht die Sprache eigentlich einfach perfekt. Junior hat's gecallt, Bruder. Junior hat es sehr stark gemacht, Bruder. Geboren, fünfte Generation. Vor 130 Jahren sind wir noch vor nach Afrika gekommen. Ich bin der Erste aus meiner Family, der jetzt zurück nach Deutschland ist. Ich kam mit 20 Krass. Jahren nach Deutschland. Das war weird, weil people, du bist hier drinnen, bist du Afrika, aber von draußen und ich habe keinen Dialekt, weil ich im deutschen Kindergarten in Afrika war. So, dann bist du hier und dann bist du nie in eine S-Bahn gefahren und versuchst damit Leuten zu erklären, dass du nicht weißt, wie das funktioniert. Oh. Deswegen, ich hab viele Geschichten. Krass, das aber Pidgin könntest du. Das war ja der gebrochene Englisch. Das Problem war, du fragst jeden, ob die Pidgin können. Und ich so, warum fragt der nicht mich? Ja, ich wollte mal sicher gehen. Aber wo du irgendwann geredet hast, da war ich so, okay. Es macht ein, also wirklich. Es war schwer. Also ich fand schwer, ich sag euch ehrlich. Das macht einen richtig cool, Digga. Ich hab dir gesagt, du hast viel mehr Sauce als so der durchschnittliche Deutsche, weißt du? Ich wollte halt unbedingt euch beweisen, dass es nicht die Hautfarbe, weil die Hautfarbe ist egal eigentlich. Gute Message. Ich mach halt auch afrikanische Musik. Ich mach afrikanische Musik, Kwaito. Kwaito-Musik, ich bin in Afrika auch eigentlich sehr bekannt. MTV Africa, Kenya Awards. Ich hab da... Hast du irgendwas auf YouTube? Wo man alles auf YouTube. Musikvideos, Ease. Einfach. Abo, sogar mit Kevin, wow, da ist geil. Ich check das auf jeden Fall gleich ab. Machst du die Lieder auf Afrikaans? Auf Englisch, also Pidgin, Englisch so ein bisschen, aber unser südliches Afrika. Und was für Beats so? Kwaito, Kwiko, Kwasa. Also so afrikanisch. Ja, sehr afrikanisch. Wo fühlst du dich mehr zu Hause? Dort wahrscheinlich, ne? Meine ganze Familie, alle sind da. Echt? Ich bin der Einzige, der hier ist. Ich möchte die afrikanische Musik und Kultur möchte ich gerne hier hinbringen. Und ich kann das sehr gut, weil ich verstehe. Digga, ich wurde einfach auseinandergenommen, beide Bruder. Kontinente. Ich habe Vertrauensprobleme. Ich bin aufgewachsen, so ich will diesen African-Style, Fashion, Music, Rhythm, Scheiße, alles, Digga. Will ich hier gerne mehr pushen. Aber Afrika ist wirklich so, das ist zentral, das ist Norden, das ist Afrika. Aber Walla ist krass. Southern Africa. Und hier leben nicht so viele vom südlichen Afrika. Stimmt. Hier ist mehr Ghana, Nigeria und so weiter. Deswegen, da sind manche... Alleine, Lust, wie er Nigeria ausspricht, Bruder. Mach so... Ja, hast du auch gesagt, wer macht das? Aber bei uns ist das links, rechts und so weiter. So, Afrika ist groß, zweitgrößte Kontinent der Welt. Das ist so geil. Krass, Digga, das ist richtig so geil. Respekt. Das ist so geil, Digga. Wir müssen auf jeden Fall dich abchecken, wir checken dich ab. Safe. Enganu, was ist los? Ja, was soll ich sagen? Alles, was ich gesagt habe, ist halt so wahr. Ich heiße Ulrich, weil ich so hergekommen bin und meine Mutter hat mich halt so genannt, damit es einfacher hatte. Hat auch geklappt, mit den meisten Sachen. Also ich kenne mich schon ein bisschen mehr aus, ich habe ein bisschen versucht, so, weißt du, weil ich ein bisschen mehr Spaß hat, sagen wir mal so, in dem Sinne. Und ja. Ein bisschen Unsicherheit reinbringen wolltest du. Aber hast du echt gut gemacht, muss ich mal sagen, so, alle haben das gut gemacht. Der Vietnamese hat es sehr stark gemacht. Ja, ist auch richtig stark gemacht. Der hat es stark gemacht. Ja. Die Frage, die ich mir noch stelle, warum bist du jetzt nach Deutschland gekommen? Was war der Grund dafür? Ich hab meine Frau in Afrika kennengelernt, also sie war Tochter von zwei Deutschlehrern und deswegen bin ich dann hinterher gereist. Mit 20 Jahren erstmal nach Deutschland. Und du hast wirklich Rassismus erlebt, ne? Ja. Als Weißer? Ah, als Weißer in quasi Afrika halt. Also andersrum quasi. Geh dahin, wo du herkommst. Basically genau andersrum, wie vielleicht ihr manchmal hier habt und so. Aber ich finde, ich wollte unbedingt hier mitmachen, weil ich wollte, wie gesagt, zeigen, dass Hautfarbe ist eigentlich egal. Wir sind alle Menschen. Ja, Bruder, aber was er sagt, ist gerade wichtig, Bruder, wirklich. Bruder, Rassismus kommt nicht von Hautfarbe. Aber Rassismus kommt nicht von Kulturen. Rassismus kommt von Menschen, Bruder.